Ich lese das Solinger Tageblatt von Donnerstag, den 21. November. Das ist diese Zeitung. Unter dem Titelbild heißt es: Erfolgreiche Volksinitiative, Radgesetz in NRW soll kommen. Erfolgvoll die Volksinitiative Aufbruch Fahrrad. Der Radverkehr in Nordrhein-Westfalen wird gesetzlich gestärkt. Ein entsprechender Antrag von CDU und FDP soll im Dezember ins Plenum eingebracht werden. Aufbruch Fahrrad hatte fast 207.000 Unterschriften gesammelt. Die Initiative fordert rund 1.000 Kilometer neue Radschnellwege, Fahrradparkplätze, E-Bike-Ladestationen und kostenlose Radmitnahme im öffentlichen Nahverkehr. Ihr Ziel ist, dass sich der Anteil des Radverkehrs in NRW bis zum Jahr 2025 von 8 auf 25% erhöht. So, das war's schon. Tschüss. Ich zeige noch eine Zeitung. Der Schatten einer Radfahrerin.